Willkommen meine Freunde, ich bin Crippager und heute eine Folge von Dead Space 3. Mit uns dabei aber wie immer unser lieber Sauron. Servus. So, das Abenteuer geht weiter. So, jetzt warten wir, wo wir geblieben sind, weil letztes Mal, so wie ihr euch noch erinnert, hatte unser lieber Sauron ein DC. Ah, nicht weit weg, ne? Mhm. Schön. Hallo. Dieser Anzug gefällt mir nicht, meine Freunde. Wir nehmen unseren alten wieder. Auf den Anzug sind wir dran gewohnt. Genau. Und es sieht viel, viel geiler aus. Oh ja. Okay. Unser lieber Sonne ist schon weitergelaufen. Den Teil kennen wir ja schon. Ja, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ich hatte jetzt schon noch geschossen, die Scheiße hier. Nein, ich wollte eigentlich noch viel lang, dann bist du vor meine Linse gelaufen. Achso. Aber komm, wir haben nicht so viel verloren. Ist offline, ich muss ja nicht mal das Ding unten da aktivieren. Gasbuch. Moment, Sie glauben doch nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Vielleicht doch. Isaac, das Gas frisst Ihnen das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Achso, er muss noch nicht runter. Und ich mache mich schon bereit, um sie zu verteidigen, was? Ich loser. Au, ich hab voll auf die Fresse gesetzt. Komm, du Penner. Aufzug online. Alter. Jetzt nehmen wir die zwei Flieger und kommen mal. Alter! Verpiss dich jetzt, hier bin ich. Es gibt viele Viecher, die den Alten sehr viel ausmachen. Aufzug online.
jedes Mal, wenn bei dir kommt Aufzug offline, Alter, da kommen diese scheiß Monster raus, ey. Jawohl. Nein. Raus damit. Ich will da nichts mehr weiter machen. Sehr viel aus, die Schweine, hä? Hey, sieht aus, als stecken wir hier fest. Hol dir mal ab. Ja, das Ding ist luftig, oder? Ja? Oh, Scheiße. Das mal an. Aha. Sie gehen vor. Oh, alles sauber, ne? Alles aus Holz. Sorry Leute, bitte husten. Es gab unerwartet. Aber ja, was ist los? Ich kann mir jetzt denken, warum die Alienmaschine unseren Codex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den DNA-Strang verfälscht. Heute fanden wir ein irgendwas neues läuft dort. Da ist jetzt halt die Tafel, was wir da brauchen von da unten. Ich versuche das so gut wie möglich Deckung zu geben. Alleine konnte ich dir so viel Deckung nicht geben. Muss einfach nur drei. Ah, okay. Ich habe doch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Oh, Querschnitt, ja. Ey, trink mir einen Kaffee, Mann. Du bist toll. Tschüss.
Achso, das ist scheiß Roboter, Alter. Ja, aber die Dinger bringen fast nichts, gell? Wir finden Ressourcen. Ja, aber da kriegst du nicht bei dir auf dein Inventar angeschaut. Weil ich, wenn du bei der nächsten bei der Bank bist. Wieso gefällt es mir gerade die Situation ja nicht? Alter, komm ja nicht im Visier, wenn ich schieße muss, Mann. Ach, hier drin ist es. Finden sich Glyphen. Niemand weiß mit Sicherheit, was sie bedeuten. Doch existieren sie als eigene Sprache, die wir den Schöpfern der Marker zuschreiben. Allerdings haben unsere Ausgrabungsteams nun einen Versuch, das Glyphen auf jenen Bauwerken entdeckt. Nett. Warte. Diverse Artefakte zur Konstruktion hierher zu bringen. Wenn es das ist, was ich denke, könnte das alles verändern. Denn die Mitte muss noch geradeaus. Habe ich das Gefühl, dass jetzt irgendwas Großes kommt? Sozusagen das Welle. Hallo. Hä?
Hä, willst du mich verarschen? Nehmen Sie. Wieso geht es bei dir bei mir nicht? Willst du mich verarschen? Okay, es ist noch eins unterwegs. Isaac, diese Stücke, bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. Indem wir die Rosetta zusammenstellen. Rosetta zusammenstellen. Hey, da wir. Kaserne. Mein kleines Quiz, Alter. Um die Dinge ins rechte Licht zu bringen. Der original, gerade auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der warte, Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Wenn wir jetzt warten, Partner wartet auf Schalter. Ja, ich bin auch bei dem scheiß Schalter. Der scheiß Stuhl stört mich hier. Ja, ich bin ja schon da, Mann. Geh du da vorne hin. Aktivierungsfehler. Leute, du bist ja nicht Schlüsselbein verpackt. Du warst voll in die Schlüssel drin verpackt, Alter. Schon wieder den Kack. Er geht zur Kaserne. Kein Zutritt für Unbefugte. Jetzt müssen wir schnell machen. Ich druck, Alter, die ganze Zeit, meine Fresse. Wenn wir kommen, immer Partner suchen, dann muss man Timing machen. 1, 2, 3 drücken. Und nicht so wie bekloppt rumdrücken. Du druckst und ich nicht. Ich druck und du nicht. Wir müssen uns absprechen hier. Das bringt jetzt nichts. Strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Spektrum entwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? So, 3, 2, 1. Alles leichter. Hey, wo, was? Achso, die Kiste da. Ist er? Hier. Ich hab sowieso meine Waffe versaut. Der Roboter hat nichts gefunden. Na doch, ein paar Sachen. Bei mir habe ich jetzt andere Dinge, gell? Zwei Schaden hier, Feuerraten hier, Schaden.
haben. Aha, ein Kanal hier. Ist das Rohr gebrochen? Das möchte ich gerne haben, die Waffe hier. Aber ich brauche noch so viel. Was es kostet, ey. Das ist brutal, ey. Viel zu viel. Dass die Sachen so teuer sein müssen, ich verstehe es nicht, Leute. Du auch? Der Lebensor. Ah, okay. Nee, die brauche ich nicht, oder? Ne, mehr, die habe ich genug. Dr. Earl Serrano stammt. Alles ist ja gefunden. Achtung, Herr. Was sind das hier? Das sind die anderen Teile von dieser Frau oder was? Oder von das, was sie da schwätzen? Yeah.
machst du die Tür auf, das ist ein Fettsack da, ey. Kacke. Phoenix Shuttles fliegen in der Gegend Patrouille. Oh Gott, lass dich bloß nicht blicken. Ja, da kommt was, da kommt was. Jetzt haben wir noch die Idioten, die uns jagen, oder was? Wieso konnten sie uns nicht einfach in Ruhe lassen? Jetzt haben wir es zu einfach. Ne, ich bin Facebook. Nicht klar. Alter, der kann sich drehen, oder was? Alter, die werden aber immer schneller und heftiger, gell? Dafür kriegst du auch bessere Waffen, was du bauen kannst. Ja, ich muss nachher gucken, was ich da bei mir machen soll, Alter, mit Teambeaver, weißt du? Dann kannst du es besser sehen, wie es bei mir aussieht, ey. Keine Ahnung. Oh, was ist denn das? Weg! Was ist das für eine Puppe, Alter? Sag ich doch. Was ist los? Wovor hast du Angst? Er wartet auf dich. Alles okay? Ja, es ist nur... Alter, du weißt, was ich mir ansehen muss. Alter, du hast gerade eine Frau. What the fuck? Also, hast du die Frau auch nicht gesehen? Oder die Puppe da, wo ich geschossen... keine Ahnung. Nein. Dylan? Hey, wenn Sie was sehen, was gar nicht da ist, müssen Sie es mir sagen. Okay, Carver? Dylan? Carver? Dylan! Also, kannst du dann den Video auch gucken, Saro, und dann siehst du, was ich da meine. Ich sehe Sachen, dass du überhaupt nicht siehst. Heftig. Manchmal denke ich echt, ob du Halluzinationen hast. Nee. Ohne Witz, Alter. Ich schwöre, ich verarsche dich nicht. Das ist wahrscheinlich wegen dem zweiten Charakter bei mir. Das ist irgendwie leicht eine andere Story oder so. Aber das ist brutal, Alter. Erstmal die Frau, die erkältet ist, jetzt die Frau voll mit halbes Gesicht verbrannt und was weiß ich was. Wenn ich dann das Video hochladen, werde ich da unten schreiben. Die Zeit gebe ich dir durch. Kannst du angucken und sehen, was ich da meine. Wo bist du? Da, bei der Bank, okay. Jetzt ist die Frage, ob du diese Puppen ihr auch sehen kannst. Diese Puppen hier auf die Seite bei der Tür, rechts oder links?
Sauron? Nein. Ich sehe sie nicht. Okay. Ja, da sind wir schon. Achso, wir mussten da. Ne, der ist geschlossen. Und da sind wir. Wo müssen wir hin, Sauron? Eins von den drei Punkten müssen wir auf jeden Fall hin. Bleibt ja uns nichts anderes übrig. Na, guck mal da. Nicht, dass wir komplett wieder zurückgehen müssen. Tutu. Achterbahn, yay! Alle Ende nach oben. Willkommen in Orus aus. Was ist das hier für ein Scheißort? Sagen Sie es mir. Sie haben uns hergebracht. Ja. Ich sehe mich mal um. Kommen Sie mit? Ja, klar. Was anderes wird das? Hä, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Was? Nein. Weißer, sehen Sie das auch? Wir sehen, was wir sehen wollen, John. Was? Was denn? Was meinst du damit? Weißer! Es wird langsam komisch hier. Lol, wie geil hier! Alles geschmuckt. Happy Birthday. Ich komme runter. Ich komme nicht mehr runter, da steht einer. Er kommt zu dir, pass auf. Happy Birthday, Dylan. Ich find Scheiße, Alter. Wo ist mein Handy, Alter? Das siehst du bestimmt auch nicht, Alter. Nicht, dass du denkst, ich verarsch dich, Mann, Alter. Ich schick dir mal auf die Schnelle einen Screenshot. Das ist brutal. Hä? Wo? Bei mir kam jetzt Sound dann eine Nachricht auf WhatsApp. Bei mir ist der Strom weg. Kam bei mir erst jetzt die Nachricht. Aha, da müssen sie zurück. Und sie ist auch das ganze scheiß Schmuck, hä? Und bei der Aufzug, Alter, da kam bei mir laut das Gesicht da, wo dann so schwarze Tränen runterkam. Ein Kind ist hier. Oh, ein Dreirad. Kann ich sie nehmen? Nee. Warum hast du mir wehgetan? Dylan! Dylan!
Dass die Puppen lebendig werden, ne? Oh, lauter riesige Geschenke hier. Achso, da hinten. So, warte mal, Katze. Beinwechsel? Au. Ich dachte, okay. Ich komme, sorry, sorry. Scheint nicht zu kommen. Michael ist auf dem Weg, John. Er ist nur verängstigt wegen dem letzten Mal. Du solltest mal mit ihm reden. Ich habe schon genug Schaden angerichtet. Aber das kann sich ändern. Du kannst dich ändern, John. Wie denn, Tamara? Wie mache ich rückgängig, was ich getan habe? Hast du gesehen, sondern auf dem Handy, Alter? Wie mache ich wieder lebendig, die ich getötet habe? Verliert man seine Seele, ist sie weg. Man bekommt sie nie wieder zurück. Was war's denn? Du gibst einfach auf? Ich habe vor langer Zeit aufgegeben. Und solche Scheiße ist eh ständig gerade die ganze Zeit. Das ist deswegen. Lol, wie viele Puppen sind hier? Okay, geh weiter, John. Die Party ist noch nicht angefangen. Also wir haben noch viel vor uns noch. Wie sieht's aus mit meinem Leben? Okay, Leben habe ich genug. Brauchst du Leben, Sauron? Oder Muni?
Nö, hab genug. Okay, gut. Da vorne links ist noch eine Tür in Grün. Da kann man wahrscheinlich hingehen. Alter, ich verstehe es nicht, wieso bei mir so ist und bei dir nicht. Kann es sein, dass bei mir irgendwas von der Vergangenheit irgendwie abhängig ist gerade jetzt auch? Das kann wirklich sein. Ich fand das in der Aufzug jetzt passiert. Okay, hier passiert gerade nichts. Sehr schön. Gruselig, meine Freunde, gruselig. Nach dir, mein Freund. Das sind wieder. Open. Wieso gefällt es mir immer wieder nicht? Lauter Geschenke. Hörst du das? Diese schwere Harten. Alter, auf dieser Seite. Aber das Geräusch kommt von links. Pass auf, wenn du runtergehst, oder? Irgendwo ist vor dir jetzt gerade, wenn du die Treppe runtergehst. Wenn du mir die Treppe nicht sperren konntest, konnte ich auch runtergehen. Zapperlott nochmal immer wieder, Scheiße. Wieso gehe ich wieder Treppe hoch? Achso, wir sind hier. Wieso geht unser Sauerstoff weg? Achso, da muss man auf unser Sauerstoff achten hier. Wie viel Luft hast du noch? Ich hab den davon. Achso, okay, gut. Ist.
Was ist hinter dieser Tür? Die Wahrheit. Pass auf, hinter dieser Tür ist die Wahrheit. Verbindung unterbrochen. Lol, was für ein riesiger Kuchen. Alles für mich. Da kann ich gleich essen, doch. Alter, hat auch schon Probleme mit Internet gerade. Bei mir kommt ständig Verbindung unterbrochen. Ja. Achso, warte mal. 3, 2, 1, drücken. Ich nehme rechte Flanke. So wenig? Bei so viel Monster, Alter? Willst du mich verarschen? Okay, bin da. 3, 2, 1. Kann man die Dinger wegschieben, ne? Hey, wieso kannst du und ich nicht? Ah, doch, jetzt ist weg. Weg. Wir kommen voll durcheinander mit das, was da ist, nicht gestellt weg. 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 Und weg. So, was ist da drin noch? Achso, nur Medizin, doppelte Packung. Okay. Alles andere Problem. Da ist nur Medi, was auf dem Boden liegt, wenn du brauchst, oder? Ja. Was ist denn da los jetzt? Oh Gott, wie ich das hasse, Alter. Okay. Wohin jetzt? Okay, da wo du bist. Ich muss jetzt bestimmt zu dem zweiten Punkt. Warte, B? Ja, zeig dahin.
gucken, was die Roboter gesammelt haben. Ah ja, ein paar Sachen haben sie gesammelt. Das freut mich. Ich will so eine Waffe, Alter. Aber jetzt hat er drei Roboter wieder. Ah! Das heißt, jedes Mal, wenn wir auf die Bank gehen, dann kommen die Roboter wieder zu uns, gell? Das ist immer rechts oder links gewesen. Ja. Okay. Ich dachte, die werden dann immer verloren, weißt du? Aber jetzt habe ich geguckt, dass sind wieder drei. Also so ein Spiel gefällt mir, ey. Zu zweit Kampagne spielen. Die lange bitte. Das gefällt mir echt. Ich muss mehr solche Spiele finden, Sauron. Wo man zu zweit so was ist, lange Kampagne spielen kann. Gibt's viele? Ja, ja, muss ich mir finden. Welfare, Atembank 2. An irgendwo hochgesprungen, an irgendwo hochgesprungen, pass auf. Hab ich. Alter, diese Kinte, wie ist das? Das sind Kinder. Das ist schon krass, ey. Sehr gute Idee, nachladen. Ist es bei dir auch dunkel gewesen? Einige Türen hält man lieber nicht aus. Was kann man? Das Spiel macht mich langsam gierig, Alter. Und ich meine es ernst. Bei mir gibt's Sachen, ne? So, nächster Puntchen. So, mein Captain. Die Achterbahn geht weiter, meine Freunde. Alle Ende nach oben. Was ist los, Sauron? Du bist so still, Alter. Ich konzentriere mich. Alter, du bist eine Unterhaltungskanone. Hoch 10. Wow. Tust du die gerade auch aufnehmen? Das, was wir die ganze Zeit spielen? Ich tue mich konzentrieren. Ja, aber hättest du auch aufnehmen können.
hätten sie die Zuschauer meine Seite und deine zweite Variante sehen können, weißt du, ich meine? Anstatt nur meine. Aufnehmen kannst du ja. Mach mal eine Runde hier. Diese ständige Verbindung kacke recht mit langsam aber auf, ja. Was da kommt. Da war nur eine Kiste, zwei Kisten bei mir, habe ich rausgezogen. Das Geräusch gefällt mir nicht. Da vorne liegt sich was. Munition. Ne, Munition habe ich genug. Chip, den block ich auch, danke. Okay. Aber wie bei dir wegfliegen, also ich verstehe es nicht. Was hast denn du da? Wir werden unterbrochen, Alter. Kotzt mich langsam an, die Scheiße. Ja.
3, 2, 1. Geht er? Jetzt spielen wir Tic-Tac-Toe wieder. Ja. Da geht runter. Das ist doch dumm. Den leichtesten Weg von allen. Hey, was ist da los? Warte mal kurz. Keine Ahnung, was los war gerade bei mir. Zapalot! Das ist nicht der. Ja, jetzt kann ich wegen mir. Ja. Ich glaube, die untere. Der Hund, ja. Jetzt müssen wir auch über uns achten, oder was? Da war irgend so eine Platine hier. Ah, da auf dem Boden. Da schmeiß ich es runter.
Ja, schätze schon, Sir. Gut. Denn wenn Sie die verfluchte Schlüsselgabe nicht finden, so, Platine will ich haben. Nicht bis Sonnenuntergang in einen Zug geladen haben, okay, werden Sie für den Rest Ihrer erbärmlichen militärischen Laufbahn gottverdammte Kartoffeln schätzen. So, Mausi. Ist hier irgendwo? Was ist denn so Wichtiges? Waffen. Und wenn er sie vor uns findet, wird niemand wiedergeboren. Also sucht weiter. Hier oben ist klar. Unten hast du die alle getötet, oder? Nachricht. Ich habe die Schlüsselkarte zu einem Waffenlager. Super. Lassen Sie sich nicht umbringen, bevor Sie sie nutzen können. Danke, Carver. Was soll das? Aber diese großen Monster, die lassen voll die gute Sachen, gell? So komische Platine, was wir brauchen für die Waffen. Dahin? Ah, wieder hoch. Wir haben jetzt Schlüssel vor dem Waffenlager gefunden. Das heißt, wir kriegen bessere Waffen, oder? So gesehen. Ich hab keine Ahnung. Wenn wir Waffenlager kriegen? Nicht mal Waffen! Nein, es gibt nur Waffen. Die Katze chillt sie eine ab. Sardon, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, der ist tot. Da hinten ist noch mal was. Spaß, der Kind versucht es nicht nur einmal. Thank you.
Ah, ne, 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 ne. Da, bitteschön. Achso, da waren wir schon. Wohin? Hier rechts. Wir müssen hier rechts, oder? Also wenn ich das Ding drücke, oder? Ja. Jeden Fall. Wieso da lang, wenn wir da müssen? Drück mal von zu B, dann weißt du, wo wir gehen müssen. Warte, bei mir leckt's Platz, oder? Moment. Okay, geht wieder, sorry. Keine Ahnung, meine Maus, warte. Maus lässt ab und zu pushen. Was los, ey? Was ist los, Adam? Keine Lust mehr, müde? Ja. Nö, kommst du müde dran. Das sieht doch nicht, dann frage ich ja. Achso, wieder ein Spielchen. 3, 2, 1, go. Diese scheiß Verbindung, ey, das kotzt mich ja.
brauche unbedingt eine Bank, Alter. Ich bin rattenvoll. Ich schmeiß Munition raus und nehme mich ein Leben mit. Warte. Oder ist hier eine Bank? Brauchst du Muni? Weil ich schmeiß jetzt gleich eine raus. Weil ich brauche Leben. Munition habe ich mindestens 6 rein, voll. Du sagst so viel auf Platz auf dem Winter, Alter. So, letzte Alt. Und ich glaube, wenn wir den auch fertig haben, kommen wir dann auf den ganz rechten gelben Punkt hingehen, oder? Theoretisch. Dann haben wir eigentlich alle drei Positionen durch, wo wir hin müssen. Ja, eben. Dann sollten wir auch den gelben dann durch haben. Ich brauche noch Albleiter, brauche ich noch. Brauche ich noch 100 für die nächste Kanone, den ich haben möchte. Dafür brauche ich noch ein bisschen. Shotbanger, das möchte ich haben, ne. Aber da muss ich mir darauf noch sparen, meine Freunde. Waffen. Neueste vom Neuesten, Alter. Altmetall braucht noch 500. Okay, da habe ich noch 4 abzugraden. Da habe ich auch noch 4 abzugraden. Da habe ich noch 1 abzugraden. Das für eine Waffe. Alter. Ist sie nicht ein bisschen zu schwer für dich, Alter? Ist optimal für mich. Und dann nehme ich die und schmeiße die eine. So. Wenn du jetzt sagst, ist es optimal. Was hast du jetzt geschmissen? Ein Leben. Oh. Weil ich habe die 2 Packungen dabei. Da brauche ich die eine nicht. Schieß auf den Boden und gucken, ob du abheben tust. Hat er deinen Flugschlag, ey, dann kugelt er gleich den Schulter raus.
Alter, wo sind wir? Da wieder die Bank. Für die Rüstung Upgrade. Verdammt, hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mumps kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir... Mindestens ist diese Musik erträglicher als der Rest, ja. Wenn wir nicht rechts gucken, was da oben ist, warte. Ah, eine Kiste, warte mal. Ah, da kommen wir nicht hin, Moment. Ne, kommen wir nicht hin. Bei der scheiß Kiste, scheiß Dorf. Was hat das auch? Munition kann ich gebrauchen. Was ist das so Schönes? Nichts Gescheites. Nee. Boah, die Musik geht mir auf den Sack. Ah, der andere Musik war der noch schlimmer, der war richtig laut, ey. Siehst du, das ist schon nicht geiler. Aber die fand ich nicht geiler, so richtig Country-Musik. Aber jetzt hörst du keine Musik, das ist gut. Musik-Time ist vorbei. Munition, glaub ich nicht. Rechts habe ich was. Achso, das ist das Eis hier, oder was? Ja, im Eis ist was. Wollen wir hier drin unten bleiben? Bis es irgendwas kommt, Alter? Planeten geht was echt Krankes ab. Was verdammt Krankes! Mach uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir, können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drin. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich!
Ist er bestimmt ziemlich Scheiße gesammelt? War klar. Ein bisschen da, okay. Roboter, danke. Wir waren gerade da unten, kann das sein? Hatte ich einen anderen? Nein. Okay. Ja, schon noch meinen Kasten. Jetzt muss ich da den Arsch retten, ne? Retten. Ich stelle mich dahin. Ganz runter vorne, da oben.
Was haben meine Roboter gefunden? Nix. Lol. Und sonst. Upgraden kann ich noch viel mehr. Also, kurz die Beine wechseln. Dann kannst du weiter pennen. Was haben wir denn aus? Da auch schon auf deine arme Tastatur. Die arme Tastatur, die wird von dir vergewaltigt. Das ist eine Gamer-Tastatur, die muss das ausholen. Gibt's nichts zum Sammeln? Und brauch ich nicht. Das kann ich gebrauchen. Sauron? Ja. Oh, ich dachte, da kommt jetzt wieder Dings. Keine Verbindung mehr. Wir stocken wieder, hä? Langsam. Nein, warum? Weil manchmal bleibst du einfach so stehen, weißt du? Ich dachte, jetzt auch schon Sekundenschlaf oder so. Eine Palze nehmen bei Sauron? Ja. Okay, warte, lass uns irgendwo hingehen, wo wir verteidigen. So. Zack, und wir kommen uns da auf Augsgangs.
Oh, mein Bot wartet auf der Bank. Du lebst schon mal hier in Dings. Was hat der? Du hast einen 365er Ping. Ja, ich mach gar nichts. Hab ich gerade den Test geguckt, ey. Anstrengend. Ich brauche Grafik. Okay. Das ist jetzt eine andere Waffe, oder? Mach zum Hackfleisch braten, alle. Faster! Das Signal kommt immer näher. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe noch nichts zu essen gesehen. Keine Sorge, wir betreiben sein. Was? Wieso gefallen mir nicht diese Räume mit dieser scheiß Luft und Schach hier, hä? Hör auf zu jammern! Sei keine Pussy! Die nehme ich alle mit. Aber die scheiß Energie hier muss ich da wegwerfen. Einzel, die mir nichts bringt. Warte mal, lass mich kurz hier was rausschmeißen. Also, du packst ziemlich viel Heilmittel aus deinem Arschhaus gerade. Was? Du packst ziemlich viel Heilungsmittel raus. Also, ich hatte Einzel. Ich brauch die 1er nicht, ich brauch die 2 und so. Irgendwas sagt mir, dass mir dieser Raum jetzt nicht gefällt. Ja, mit deiner Bombe hier vorne, gell? Alter, die waren früher aber nicht da, oder? Nein, das ist ein anderer Raum. Okay. Trotzdem, das gefällt mir nicht. Achso, ich muss auf die andere schalten, sorry. 3, 2, 1. Ein Fuckvieh dann alle. Ich muss nachlassen. Okay, bitte. Oh.
lass mich anfangen. Oh, schöne Dinge haben sie verloren, gell? Oh. Alter, wollte sie sich in die Luft gehen oder was? Alter, Kicks. Da ist nix. Okay. Drei, zwei, eins, go. Sorry, ich bin angeschubst worden. Kann das nicht lesen, mir egal. Später. Haben Sie gehört? Putsch! Es ist alles Putsch! Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was soll das denn heißen? Ich habe gerade gesehen, dass ein Roboter gerade in der Bank reingegangen ist, unten auf den Schubladen, zur komischen Garage. Ja, was bin unterbrochen. Jetzt ist wieder Verbindung da. Was ist bei dir los? Verbindung unterbrochen, Alter, geht langsam auf die Eier. Komm, wir können es mal zahlen. Ja, du bist der Host. Ah, jetzt habe ich die Kacke wieder eingesammelt, was ich nicht brauche hier. Nicht, dass mein Roboter war. Ach doch, war meiner. Habe ich alles voll? Ja, habe ich jetzt auch alles voll? Jetzt brauche ich nur bei der Chinese.
Okay, da kann ich nichts mehr reinmachen. Ich brauche nur noch zwei Sachen, dann bin ich voll. Also mit der Rüstung und so weiter. Dauert noch, bis ich alle Würstchen voll hab. Kommt der Bein auch? Ja. Hat den Bein von den Fähigkeiten mit Tier verpackt, ne? So ein Essen alt bitte, James. Ich immer noch zu. Ich aber komisch, Mann. Vielleicht muss ich mir dort recht abmachen und dann. Aua. Wir waren schon oben. Wir haben was. Haben was übersehen. Was? Wenn Sie was sehen, das gar nicht da ist, müssen Sie es mir sagen. Okay, Carver? Dylan? Carver? Dylan! Aha. Da lang müssen wir. Oben oder nach unten? Nach unten. So um Zähne muss ich meine Katze zum Essen geben, weißt du, wegen der Blätter. Immer so. Ich hab Blätter nicht wegen deiner Katze. Da wird jetzt was kommen mit einem ganzen Kistenberg hier. Hm. Ah.
Scheiße, noch einer. Fucking Cover. Wo bist du, Scheißwich? Ja schon. Jetzt hat der Kiste links, ist einer. Zwanghaft rote Marker her, Duplikate nach dem Abbild des Originals. Sie sind ein Teil von uns, wie der Planet, der uns gebar, vielleicht sogar noch mehr. Wir alle müssen unsere Rolle in der natürlichen Evolution des Universums erfüllen, Isaac. Was Sie anscheinend nicht akzeptieren können. Nee. Vielleicht aber sehe ich nicht ein. So, Munition, sehr schön. Ey, boah, kaputt an.
3, 2, 1, boom. Ist doch nicht immer so, Alter. Hier kommen wir aber nicht durch, ne? Das ist nicht. Nimm du das Teil, ich schieb den Stein dahin. 3, 2, 3. Wir werden unterbrochen. Nur zu Arschloch. Also bis jetzt haben wir es nicht gemacht. Gefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Ja, vermutlich haben sie mal metronische forensische Neurologie eingesetzt, die einen in dem Codex gespeicherten Datenstrom produziert. Als hätten sie die Codes für die Maschine direkt aus ihrem Gehirn geholt. Kommt mir bekannt vor. Zumindest haben sie ihr nicht das Auge rausgestochen. Vielleicht da. Richtig sind jetzt. Wir sind bereit an der Stelle. Sonst will das Teil mich echt verarschen. Aha.
fuck. Wir sind so weit weggegangen und jetzt, Alter. Haben wir unerwartet eine Abkürzung genommen oder was? Zeit, dass ich komme, oder? Ich will noch ein paar Sachen sammeln. Isaac, ein letzter Feind, über den Sie nachdenken können, während Sie Ihrer eigenen Vernichtung entgegeneilen. Hätte Earthgarth oder diese längst toten Wissenschaftler oder Sie verfolgt, hätte die Menschheit schon völlig schon ein ultimatives Ende, unsere vorbestimmte Wiedergeburt erlebt. Tja. Welchen Zweck hat diese Konversation wohl? Wenn wir uns das nächste Mal sehen und ich Ihnen ins Gesicht schieße, werden Sie den Grund verstehen. So ein Penner, ne? Dekontamination wird angeleitet. Bitte steht auf. Okay, dann hoffen wir, dass wir das hier hinkriegen, bevor Danik uns findet. Kinderspiel. Der Beinknochen ist verbunden mit... Was immer das hier ist. Kapitel 15 sind wir schon, Alter. Trotzdem lächeln noch leicht immer noch. Keine Ahnung. Wir müssen halt warten, oder? Jetzt zeigt mir den Pfeil irgendwie hier unten, Alter, aber da geht's ja nicht unten. So, die muss jetzt die muss jetzt die ganze Teile kombinieren zusammen. Also das, wo ich stehe, ist der letzte, fast der vorletzte Stück. Weil da kommt dann die Pfote. Aber das kann, ja, genau. Das ist der Bist du das gerade als Tier? Hä? Das ist ein Monster. Kein Tier, ist ein Monster. Ja. Jetzt müssen wir warten, bis sie fertig ist mit dem Scheiß. Hey, das sieht aus wie, naja, so eine Art... Kacke. Na, ist nur ein Klumpen. Wie sollen wir das hier zusammensetzen? Das muss doch irgendwie gehen. Auf jeden Fall, das hiervon ist der Endstück, das bleibt da. Sich hier. Ja, kommen wir der Sache näher? Schwer zu sagen, aber die Kontur fügt sich zusammen. Ja.
Das Teil ist ja irgendwie. Das passt von vorne dann nicht, den Teil. Was du jetzt gerade reingemacht hast, den Teil. Alter. Der muss schon eher runterstehen, Sauron. Wir gucken mal die Formation von dem Körper. Ein, zwei, drei Löcher. Bück dich, du. Hä, wie kann man sich bücken? Mit C, oder was? Ne? Nein, mit X. Genau, da kommt das hier. Upsala. Diese Teile hier, diese drei Teile macht mich gierig, ey. Ja guck, wenn du so guckst, die Intre bis hier, bis zu die letzte drei, die passen vom Körperbau. Dünn, dick, von der Form aus, von dem Fleisch. Und diese drei Stück macht mich gierig. Ja, diese drei scheiß Stückchen. Ich hab's, Alter, guck mal. Montage komplett. Für Kodex-Initiierung bitte warten. Das hätte ich deshalb schon früher rausgefunden. Was ist das für ein Fisch? Für die Teufel, Alter. Eine Sie, sondern ein S. Rosetta ist ein Alien. Was? Was soll das heißen? Das heißt, dass Sie ein Alien-Hirn genutzt haben, um die Geheimnisse der Alien-Maschine zu lüften. Ausgesprochen pfiffig. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Die macht uns fertig, Alter. Alter, die ganze Alien fliegen. Na, belieberten klar. Achso, jetzt weiß ich wieso. Ist der schlecht, Alter? Oh nein. Nein, wir haben alles falsch verstanden. Das ist nicht die Heimatwelt der Marker. Die Aliens haben die Marker gefunden, wie wir. Und es breitete sich aus. Es verzerrte sie. Es
zog ihre Körper in den Himmel, um die letzte Phase zu erreichen. Oh mein Gott, der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall, wo die Marker sich ausgebreitet haben. Und das ist... Das ist der Schlüssel, um alles abzuschalten. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Nein, er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, Danik. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! So ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! Ich bin ein Feuer, Kapitän, kein Überbrückungssystem! Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst nicht mehr raus! Da! Sie ist offen! Los, ich bin direkt hinter dir! Wo müssen wir hin? Alter, ist alles voll mit dem Gas. Du ein Bastard! Er hat die Tür zugesperrt! Ich habe ich jetzt ein Überbrückungssystem. Damit kann ich sie von hier öffnen! Nein! Du kommst wieder raus! Ja, sie ist offen! Los, ich bin direkt hinter dir! Fehlfunktion der Tür. Wir müssen diese Tür schließen. Ellie, komm schon! Ellie! Das geht nicht! Das bewegt dich zu schnell! Isaac, tu's bitte! Tu's einfach! Isaac! Ich liebe dich! Isaac! Nein. Hey! Nein. 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 Es strömt weiter Gas aus. Wir müssen weg. Jetzt! Ich habe nur sie. Das war ihre Mission. Sie wusste besser als jeder andere, wie wichtig das war. Und jetzt müssen wir es beenden. Für sie! Verstanden! Verstanden! Dann los jetzt! Isaac, yes! War klar, dass die Frau stirbt, Alter. Vergast. Isaac! Ich bin tot. Ich komme die Tür raus und ich sterbe. Wow. Wir müssen rennen, statt zu schleichen. Falsche Richtung, falsche Richtung. War doch richtig. Ich hab sie zurückgelassen. Ellie. Isaac. Hey. Reißen Sie sich zusammen. Mann, machen Sie jetzt bloß nicht schlapp. Danik ist unterwegs zu der Maschine. Er darf sie nicht abschalten.
Dann sorgen wir dafür, dass er nie dort ankommt. Verstanden? Okay. Und wie finden wir ihn? Der Eingang könnte überall sein. Santos, sie sagte, die Maschine sei direkt unter dieser Einrichtung. Wir polen unsere Ortungssender auf diesen Punkt, dann kommen wir zu Danik. Wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du herausgefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Ja, dann muss leck mich am Arsch, Alter, warte mal kurz. Eins, zwei, drei. Da geht gar nichts. Ich bin angeschossen. Ich muss nachladen. Ich sagte, wir werden abgeschossen, Monster sind da. Wo warst du, Alter? Am Boden gelegen vielleicht. Warte, ich versuche vorzulaufen, mache hier eine Grube. Eben, das geht. Thank you.
Hier sind Kisten. Leben. Sehr schön. Leben kann ich immer gut gebrauchen. Besonders hier jetzt. Scheiße, einsammeln von den Idioten. Ich brauche Leben wieder. Okay, ich habe alles. Brauchst du Leben oder das, Sauron? Auch schon. Okay. Irgendwie festgebacken. Das ist fucking so weit. Ich bin festgebacken. Lol. Ich komm nichts mehr. Bin festgebackt. Kannst du nicht neu starten? Escape, weil es auf nächste Mission oder Speicherpunkt. Ja, Neustadt abgerufen. Es hat gerade die Everett angerufen. Ach so. Warten wir auf Sauron. Mm-hmm.
Dann warten wir. Auf jeden Fall, das sieht so schön aus, wie zusammen da verpackt ist, meine Freunde. Habt ihr das gesehen? Es war, soll ich sagen, sehr schön. Und wir warten, Wir gehen wieder zu Sauron. Wo war der? Hier? Hier, Sauron ist verpackt hier. Im Weltall. Chef hat angerufen gerade. Oh, okay. Ist er noch ganz neue Stadt ab Kontrollpunkt anklicken? Jawohl, vielleicht ist der Bug weg. Alles gut, oder? Ja, der Chef hat gemacht, gerade was los ist. Achso. Wir sind zu spät. Es muss einen anderen. Kilometer tief sein. Die Kabelspulen. Das ist unser Weg nach unten. Wir haben wohl den Verschluss verloren. Wir verlieren alles, wenn wir uns nicht bewegen. Los! Moment, lass mir kurz den Scheiß hier rauslassen. Okay, verpissen wir uns. 3, 2, 1. Sie wissen schon, dass Sie irre sind, oder? Kommen Sie! Ladung wird kalibriert. Bitte warten.
wird in Kürze fortgesetzt. Alle zurücktreten. Tätigkeiten werden wieder aufgenommen. Isaac, langsamer! Wenn sie sterben, hilft das niemandem weiter. In einer Sache hatte Norton recht. Es gibt kein Zurück. Und wenn ich auf diesem Eisball krepiere, dann nehme ich Danik mit. Scheiß auf die Kischen, oder? Sorry, ich hab Zeit verloren. 3, 2, 1, go! Wie das Scheißspielchen jetzt hier. Oh, Leben, sehr schön. Thank you.
gefällt mir nicht, das Geräusch. Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an! Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Mach deinen Weg frei für die Landungsschiffe. Sofort! Verdammt! Es wäre besser, wir finden ihn, bevor die Verstärkung kommt. Los! Ne, Leben nicht. Der missgestaltete Mond im Orbit, er steuert die Marker. Er ist das Endstadium der Kreaturen. Bewohner dieses Planeten konstruieren eine Maschine, die den Mond in der Gemahlung kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder vervollständigt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Seid doch ruhig und lass uns weiter, Mann. Ah, hier, Code. Das muss man zu Anfang. Haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Yeah.
war denn der Scheißcode wieder? Das muss das Zentrum sein. Und das muss die Maschine sein. Ja, dann mal an die Arbeit, was? Ja. An die Arbeit. Versprechen Sie mir bitte was. Wenn ich auf der Strecke bleibe, bringen Sie es zu Ende, ja? Wir bringen es zu Ende, Carver. Sie und ich. Ja, aber wenn ich nicht... Ich habe uns hierher gebracht und das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Für... Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert. Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Ja. Hey. Tut mir echt leid wegen Ellie. Mir auch. Schafft das Geräusch zur Seite! Hey, da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, oder? Und jetzt holen wir uns den Codex. Ey, wieso kann ich da nicht laufen, wo du gelaufen bist? So, ich dachte, du bist da gelaufen. Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danny, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze. Er ist lebendig, Danny. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen will? Sie fürchten ihn, weil sie ihn nicht verstehen. Danny, hören Sie mir zu. Danny, hören Sie mich. Wow. Was hast du gemacht, Alter? Alter, aber wie geil das aussieht, ey, Leute. Schaut das euch das mal an, ey. Isaac, da ist er!
Da oben ist eine Kiste. Da ist es runter. Nizza, du kriegst den Codex nicht! Jetzt haben wir den Pott. So eine Tür müssen wir in Minecraft bauen, ne? Voll geil. Wir brauchen irgendwas für die Maschine hier. Irgendwie hoch, gell?
Ey, du kommst durch, aber ich nicht. Oh, Rüstung anpassen. Haben wir andere Rüstung? Ich die Bank. Warte mal kurz, guck, welche Rüstung. Nicht, dass wir eine neue Rüstung haben, Sauron. Ganz schnell. Scheiße, jetzt kann ich die Kacke hier nicht aufheben. Neue Rüstung? Keine Ahnung. Boah, Alter, wie siehst du aus? Ja, neue Rüstung. Elite-Rüstung. Okay. Ich hoffe, das besser aussieht, als das, was ich habe. Sonst behalte ich das, was ich habe. Das gefällt mir mit dieses Blau-Schwarz-Kombination. Rot-Schwarz-Blau-Schwarz. Alter, was labe ich denn? Ich behalte den. Leute, neuer Anzug. Verbinden. Jetzt ein bisschen länger. Das ist ja bestimmt ein bisschen schneller unterwegs.
Ich brauch das, ich brauch. Was, 700? Ah, kostet 700 die kacke Waffe. Und ich habe 177. Dann fuck you. Scheiß ich drauf. Guck mal, die schöne Alien hier. Ih, was für ein ästliches Gesicht. LOL. Jetzt müssen wir mit der Kette machen, wenn wir hier drauf sind. Unglaublich, oder? Das sind die Symbole, wie die aussehen sollen. Zwei seitlich und zwei nach oben. Jetzt müssen wir unten. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Wir haben gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Codex gibt, dann da. Kommen Sie. Guck mal über die Tür, das sind die Symbole, Sauron. Hast du gesehen?
Ich wette, mit diesem super aufgeladenen Effekt können wir den Necromorphs Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt. Danke für den Tipp. Guck hinter uns. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, sind Sie tief im Herzen der Maschine. Von hier aus scheint es zwei primäre Konfigurationspunkte zu geben. Einen im Westen, den Sie sicherlich bereits aktiviert haben, und einen anderen im Norden. Wenn alle richtig zusammengesetzt sind, tja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was dann passiert. Ich kann Ihnen nur raten, aufmerksam zu sein. Die Hinweise sind da draußen. Ich dachte, du schickst sie mit Absicht zu mir. Da kommen zwei Stück ohne Oberkopf. Ne, ein Stück ohne Oberkopf. Sind hier irgendwo oben Hinweise gemeldet? Ich habe keine Hinweise.
nirgendwo in... Achso, da auf dem Boden. Lol, ich guck oben irgendwo überall, ey. Ey, schon. Schon wieder zurück oder geht's weiter? Ne, wir gehen wieder zurück. Oh,
dicke Flanke. Noch einer lebt. So. Ich muss nachladen schnell. Klebrigen Gewebe hängen. Ohne Zweifel sind die Apparaturen oben wichtig für die Konfiguration dieser Alien-Maschine. Basierend auf meinen Studien der Alien-Zeichen könnte das ein Verstärker sein, der bei korrekter Ausrichtung ein Signal komm, ich hab dich gesehen. Quelle verstärkt. Ach schön. Schon krass, ne? Munition? Brauche ich nicht. Brauchst du Munition, Sauron? Oder Leben? Ja. Okay. Sind die gleich raus? Über 1000, also über 1000 Schuss. Ja, ich bin auch mit 2000, 3000 dabei. Einfach zu viele, Mann.
Wir tun so, als würden wir die aktivieren und dann drehen wir uns. Einer rechts, einer links. Nicht gestorben. Alter, es sind brutal viele hier, gell? Konzentration. Wir mussten irgendwo hingehen oder uns. Ein Moment. Ja. Es ist vielleicht besser, wenn wir wieder zurückkommen. Hierher. Und da warten wir wieder, meine Freunde, aus unser lieber Freund Sauron. Dann so lange tue ich mit meiner süßen Katze schmusen. Hast du, du brauchst auch ab und zu Schmuseleinheit. Geh, Mausi. Okay. Oh, jetzt wieder. Ah. Sauron. Ist es nicht besser, wenn wir die rufen und dann wieder uns ER verbissen? Da konnte sie nur von vorne kommen. Weißt du, was ich meine? Ich muss jetzt eh los, ich muss jetzt eine halbe Stunde zum Arzt. Jo. Echt. So gegen Albert Elfer. Okay. Also, ich mach mich jetzt langsam fertig. Also gut, meine Freunde, das war's mit der Folge von Dead Space 3 mit Sauron. Danke für Mitspiele, Sauron, gell? Jo, immer wieder gerne. Jo, vielen Dank an die ganze, wieso sag ich immer ganze, anstatt an die liebe Zuschauer und Zuschauerin. Und jo, support ist kein Mod, was euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.